Ja, der Kryptomarkt hat ja in den letzten 2 Monaten eine signifikante Rallye hingelegt. Viele Altcoins sind um über 100% im Preis gestiegen. Und jetzt stellt sich natürlich bei allen Investoren die Frage, ist das Ganze nur eine Bärenmarkt-Rallye, so wie wir es auch schon im März diesen Jahres gesehen haben? Und wir sehen nochmal deutlich tiefere Kurse. Oder aber startet hier wirklich der neue Bullenmarkt? Diese Frage möchte ich mit euch im heutigen Video beantworten. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Ja, willkommen zurück hier auf dem Crypto Report YouTube-Kanal. Mein Name ist Philipp Henk. Ich bin diese Woche die Vertretung vom Alexander, weil er sich nach langer Zeit mal wieder eine Woche Urlaub gönnt, die er sich redlich verdient hat. Und wie im Intro schon angekündigt, soll es im heutigen Video einmal darum gehen, ob die jüngste Bärenmarkt-Rallye bald vorbei ist oder ob das vielleicht sogar schon der Start eines neuen Bullenmarktes ist. Und natürlich habe ich auch keine Glaskugel und kann nicht das genau beantworten. Was ich aber gerne machen möchte, ist einmal zu schauen, okay, welche Gründe gibt es für die aktuelle Rallye und welche Argumente gibt es dafür und dagegen, dass es sich um eine Bärenmarkt-Rallye handelt und wir in Zukunft noch deutlich tiefere Kurse sehen werden. Ja, starten wir direkt rein. Also hier auf meinem Bildschirm seht ihr jetzt den Bitcoin-Chart auf den Tageskerzen. Und ja, wie man hier ganz schön sehen kann, also die aktuelle Bärenmarkt-Rallye, die ist losgegangen so Mitte Juni. Und ja, der Preis von Bitcoin ist langsam aber stetig über die letzten 2 Monate im Preis gestiegen. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was sind zunächst mal die Gründe für diese Bärenmarkt-Rallye, die wir gesehen haben? Und wie ihr euch wahrscheinlich erinnern könnt, Mitte Juni, da war wirklich jeder so extrem bärisch eingestellt und dachte, okay, der Bitcoin wird auf jeden Fall noch auf 15.000, auf 12.000, auf unter 10.000 US-Dollar fallen. Also wirklich jeder dachte das ja. Das konnte man vor allem sehr gut auf Twitter beobachten. Und das sind für gewöhnlich eigentlich immer die besten Zeitpunkte zum Investieren. Also ich denke mal, ihr kennt alle das Sprichwort von Warren Buffett, Buy when there's blood on the streets. Und wenn man sich mal den Fear and Greed Index anschaut, der war Mitte Juni auf wirklich historisch niedrigen Werten, also bei gerade mal 6. Das ist, glaube ich, wirklich so mit der tiefste Wert, an dem der Crypto Fear and Greed Index jemals stand. Also das war schon mal ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass man auf jeden Fall erstmal einen lokalen Boden erreicht hat. Dann gab es noch zwei andere ausschlaggebende Punkte für die jüngste Rallye. Das war zum einen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Juli nicht ganz so stark angehoben hat, wie der Markt es eventuell eingepreist hatte. Und zwar um 0,75%, was eigentlich wahnsinnig ist, weil das natürlich trotzdem ein extrem hoher Zinsschritt ist. Aber ja, die Märkte sind, was das angeht, ein bisschen irrational einfach. Und wenn 1% eingepreist war und es 0,75% werden, dann ja, pumpen die Märkte. Und genau das ist halt eben passiert. Und ich meine, ein, 2 Wochen später kamen dann sogar noch die Inflationszahlen aus den USA. Und die waren tatsächlich auch geringer als erwartet. Also ich glaube, der Markt, der hatte 9,1% eingepreist. Im Endeffekt waren es, ich meine, 8,5%. Da konnte man dann schon beobachten, dass die Inflation etwas zurückgegangen ist, was natürlich ein sehr, sehr positives Signal auch gewesen ist. Und ja, das waren so meiner Meinung nach die drei Hauptgründe für die jüngste Rallye. Jetzt kommen wir natürlich an den Punkt, wo die Dynamik ein bisschen nachlässt und der Bitcoin und auch die traditionellen Märkte generell eher in Zonen kommen, wo viel Widerstand ist. Und genau deswegen stellt sich natürlich bei vielen Investoren jetzt die Frage, ob wir weiter steigende Kurse sehen werden oder wir hier eher tendenziell jetzt abverkauft werden. Und wenn man sich einfach mal nur jetzt den Bitcoin-Chart anguckt, dann kann man das hier schon ganz schön beobachten, dass es nicht allzu ideal für den Bitcoin hier aktuell aussieht. Also wir stoßen hier im Bereich von um die 25.000 US-Dollar auf Widerstand. Und selbst 25.000 US-Dollar sollten eigentlich jetzt nicht so die größte Widerstandszone für den Bitcoin sein. Das sind eher so hier die 30.000 US-Dollar. Aber selbst dort kann der Preis aktuell nicht rüber. Und außerdem formt sich hier schon, ja, seit dem Start eigentlich dieses Bearish Ascending Wedge, was halt immer eigentlich dafür spricht, also die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass es nach unten hin ausbricht und dafür spricht, dass wir mindestens nochmal die Lows hier antesten.
Dafür würde auch sprechen, dass der RSI hier den Trendkanal verlassen hat und nach unten hin durchbrochen hat. Wir sind unterhalb dem 200-Tages-Durchschnitt, der damals in der ersten Bärenmarkt-Rallye von Ende Februar bis Ende März ja, für das Top gesorgt hat, also wo der Preis dann hier wirklich vehement abverkauft wurde. Ja, das sind all die Sachen, die aus charttechnischer Analyse für eine Bärenmarkt-Rallye spricht, die hier jetzt bald sein Ende findet. Wenn wir hier mal rauszoomen, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf den 3-Tages-Chart gehen beim Bitcoin und das ein bisschen kleiner skalieren. Sieht man halt auch noch ganz deutlich, wenn man mal eine simple Trendlinie hier einzeichnet. Ja, dass der Trend halt einfach immer noch makrobärisch ist. Also nur durch diese jüngste Bärenmarkt-Rallye hat sich eigentlich im größeren Timeframes nichts geändert und der Trend ist immer noch bärisch. Also das spricht auf jeden Fall auch zusätzlich noch dafür, dass wir tendenziell noch weiter fallende Kurse sehen werden. Außerdem ist es natürlich auch so, dass der Kryptomarkt extrem mit den traditionellen Märkten korreliert. Und wenn man sich das einfach mal anschaut, wo der S&P 500 gerade steht, denn sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq, die sind extrem mit dem Bitcoin korreliert. Da habe ich einen ganz schönen Chart zu. Habe ich ihn hier. Also die Korrelation ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Letztes Jahr ist es der Bitcoin gewesen, der etwas ausgebrochen ist und besser performt hat. Und jetzt ist es wieder der Bitcoin, der den Nasdaq und den S&P 500 underperformt, sag ich mal. Aber trotzdem ist die Korrelation wirklich sehr eindeutig. Und deswegen macht es schon Sinn, den Kryptomarkt mit den traditionellen Märkten, also vor allem den Tech-Märkten, zu vergleichen. Deswegen schauen wir uns hier einmal den S&P 500 an. Der kommt hier auch an eine sehr, sehr wichtige Widerstandszone. Es ist zum einen hier der 200-Tages-Durchschnitt, wo der Bitcoin ja auch am Ende März von abgeprallt ist und dann im Endeffekt um 50% korrigiert ist. Genauso scheint es hier aktuell auch beim S&P 500 zu sein. Also, man sieht ja schon heute, dass der Kurs hier, dass der Preis auf jeden Fall erstmal abverkauft wurde. Jetzt wird sich natürlich zeigen, wie sich das Ganze in den nächsten Tagen verhalten wird. Aber es sieht doch schon alles sehr, sehr danach aus, dass wir hier wahrscheinlich einen Top erstmal erreicht haben. Auch wenn man sich den RSI anguckt, der ist hier auf jeden Fall in den letzten Tagen überkauft gewesen. Und das hatten wir ja auch das letzte Mal Ende 2021, was dann im Endeffekt auch wieder das Top gewesen ist. Was zu guter Letzt noch dafür sprechen würde, dass wir hier zunächst erstmal keinen neuen Bullenmarkt sehen werden, ist einfach der Fakt, dass wenn man sich die letzten zwei, drei Zyklen vom Bitcoin mal anschaut, also der Kryptomarkt ist ja generell sehr zyklisch und ein Zyklus dauert meist 4 Jahre. Das heißt, wenn man sich das letzte Top, also das vorherige Top, nicht das aus 2021, sondern das aus 2017 anschaut und dann schaut, wie der Bärenmarkt verlaufen ist. Wenn wir hier mal zurückscrollen, am besten auf den Wochenchart gehen. Dann sieht man hier ganz schön, also das ist jetzt der Bitcoin-Verlauf von Ende 2017 bis zum Start des neuen Bullenmarktes Ende 2020. Und der Bärenmarkt, der verlief über mindestens mal ein Jahr. Und dann hat es immer noch ein Jahr gedauert, bis wirklich der nächste Trend wieder losging. Also in Summe waren es 2 Jahre. Und aktuell ist es ja so, dass wir gerade mal ein halbes Jahr im Bärenmarkt sind. Und historisch gesehen ist das einfach keine wirklich lange Zeit für einen Bärenmarkt im Kryptobereich. Und das ist halt auch ein Grund, was dagegen sprechen würde, dass wir uns jetzt wieder in einem neuen Aufwärtstrend befinden. Was aber könnten jetzt Gründe dafür sein, dass wir eventuell doch noch eine Fortsetzung der aktuellen Aufwärtsbewegung sehen? Also spezifisch im Kryptomarkt denke ich, dass das vor allem Ethereum ist. Denn wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, steht das Datum für The Merge jetzt endlich fest und ist datiert auf den 15. bis zum 16. September, je nachdem, wann der festgelegte Block im Endeffekt gemeint wird. Und
Bis dahin erzeugt das natürlich sehr viel Hype. Also ich meine, man hat das ja auch schon in der jetzigen Bärenmarkt-Rallye gesehen, dass Ethereum deutlich besser performt hat als der Bitcoin und der Preis von Ethereum, ich meine, sogar über 100% gestiegen ist. Und das wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Grund, warum der Bitcoin und auch die anderen Kryptoassets in den nächsten Wochen bis zum Merge immerhin mal noch im Preis weiter steigen könnten. Wie es dann nach dem Merge aussieht, ich meine, es hängt wahrscheinlich auch einfach sehr davon ab, ob der Merge, also die Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake, erfolgreich sein wird, ob es irgendwelche Komplikationen geben wird. Das sind natürlich Faktoren, die wissen wir heute noch nicht, die da auf jeden Fall mit reinspielen. Dann ist das zweite das Fed-Meeting im September, weil die Fed, die tagt, warum auch immer, im August nicht. Also ich glaube, die haben da irgendwie Urlaub. Und im September ist es dann wieder so weit, dass sie tagen und dann über die nächste Zinsentscheidung, ja, beraten. Und je nachdem, was die Fed dann dort entscheidet, ist natürlich auch ausschlaggebend auf die Märkte. Also wenn jetzt zum Beispiel die Inflation weiter sinkt und die Fed dann nicht mehr unbedingt gezwungen ist, die Zinsen in so hohen Schritten anzuheben, sondern vielleicht nur noch um 0,5 oder sogar 0,25%. Das würde sich natürlich dann auch extrem positiv auf die Märkte wieder auswirken und könnte dafür sorgen, dass die Märkte weiter steigen. Aber das sind alles Sachen, die wissen wir heute noch nicht und da muss man einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ja, außerdem stehen ja gegen Ende des Jahres auch noch die Midterm-Elections in den USA an. Und für gewöhnlich wollen sich die Präsidenten ja vor der Wahl noch ins beste Licht rücken. Und deswegen halte ich es für wahrscheinlich, dass die Fed dann auch eher versuchen wird, die amerikanische Wirtschaft in den Vordergrund zu stellen und nicht mehr nur das Hauptaugenmerk auf die Inflation legen. Weil im Endeffekt bedeutet die Bekämpfung der Inflation mit höheren Zinsen ja auch, dass die Wirtschaft tendenziell in eine Rezession rutscht, was ja eigentlich auch schon geschehen ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Fed dagegen steuert und die Zinsen deswegen im September und im Oktober eventuell nicht ganz so hoch anheben wird und vielleicht dann nur um 0,5 oder 0,25% anheben wird. Und das wäre für mich auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Märkte weiter steigen werden. Ja, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, also meiner Meinung nach spricht das meiste dafür, dass die aktuelle Bärenmarkt-Rallye hier in den nächsten Tagen und Wochen zu einem Ende kommt, da einfach aus charttechnischer Analyse das meiste dafür spricht und wir uns auch auf den höheren Timeframes tendenziell immer noch in einem Bärenmarkt befinden. Allerdings gibt es ein paar Unbekannte, wie beispielsweise das The Merge Event und die Fed-Entscheidung, die beide Mitte September stattfinden und es deswegen so ein paar verschiedene Outcomes gibt. Also wenn der Merge von Ethereum von Proof of Work auf Proof of Stake erfolgreich ist, ohne Probleme, und die Zinsen weiter sinken, dann könnte ich mir vorstellen, dass ab Mitte September die Kurse trotzdem weiter steigen. Sollte allerdings die Inflation weiter steigen dann und die Zinsen deswegen weiter angehoben werden und der Merge eventuell fehlerhaft ist oder es Komplikationen gibt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Kurse weiter fallen werden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Glaubt ihr, die Bärenmarkt-Rallye wird sich hier weiter fortsetzen oder das war es jetzt erstmal und wir werden eventuell sogar noch weiter fallende Kurse sehen, sogar unter die Kurse von Mitte Juni, also auf 15, auf 12.000 US-Dollar. Das würde mich wirklich sehr interessieren, also schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ab nächste Woche ist dann Alexander wieder hier für euch an der Stelle. Ansonsten möchte ich euch noch auf den Krypto-Report am Samstag hinweisen, wo es um das Thema geht, warum Stablecoins den Bitcoin wieder beflügeln könnten. Denn ihr wisst ja, unter crypto-report.de könnt ihr euch eintragen und dann erhaltet ihr jede Woche samstags immer den Krypto-Report kostenlos in euer Postfach. Also macht das gerne, falls ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis bald. Ciao.